Wer ist der Sexiest Man Alive 2023 laut People Magazin zumindest? Ich wusste es nicht, weißt du es? Ich glaube, du weißt es auch nicht, aber ich freue mich wahnsinnig, diesen Mann heute ein bisschen genau unter die Lupe zu nehmen. Patrick Dempsey, ein cooler Schauspieler. Wir kennen ihn alle aus Grey's Anatomy, unser McDreamy. Und es ist irgendwie total lustig, ihn mal anzuschauen. Ich finde mich einen extrem coolen Schauspieler. Mir taugt er, mir hat auch die Rolle von ihm extrem gut getaugt in Grey's Anatomy. Und wir nehmen ihn heute genau unter die Lupe und schauen mal, ob Patrick Dempsey gefuchst hat oder ob irgendetwas hat machen lassen. Also los geht's. Wir haben zwei Aufnahmen von ihm hier zu Beginn. 1987 und 2023, ich muss sagen, das ist schon eine ziemlich brutale Spanne. 13 sind was, 36 Jahre Unterschied. Und ich finde, was sehr cool ist, dass sich irgendwie so sein Typus irgendwie nicht verändert hat. Er ist natürlich deutlich älter geworden, aber irgendwie das, was ihm so viel ausmacht, oder was ich an ihm sehe, sind diese wachen Augen, die strahlen, die schauen irgendwie frech, die schauen einfach irgendwie lustig aus und das macht ihn einfach, finde ich, extrem sexy und schaut super bei ihm aus und die haben sich relativ wenig geändert, also die Augenform auch. Jetzt könnte man fragen, hat er sich die Oberlider straffen lassen, ja oder nein? Naja, wenn ich den Vergleich gerade jetzt nämlich vom linken Auge zuvor und nachher anschaue, dann könnte man meinen, ein leises Ja, weil der Lidteckel wird eigentlich im Alter dann nicht weniger, sondern eigentlich geht weiter zu. Ich wurde schon oft gefragt, ob ich mir die Oberlider habe straffen lassen. Die Antwort ist nein, noch nicht. Es wird eher bei mir das Thema werden, wenn die Augenbraue nach unten kommt. Wenn wir uns also Patrick Dempsey hier anschauen, dann ist bei den Augen vielleicht das eine oder andere gemacht worden, weil es etwas hohler ist. Was nicht ganz dafür spricht, ist dieses Fettgewebe drinnen, weil ihr wisst ja, bei Oberlidern schneidet man nicht nur Haut weg, sondern macht auch zusätzlich noch, entfernt man Fettgewebe, aber Oberlider eventuell. Die Zähne. Zähne sind etwas relativ Wichtiges und in Hollywood bekommen sie viel mehr Aufmerksamkeit als vielleicht in manchen europäischen Ländern. Zähne haben sich nahezu nicht verändert und was ihn so jung erscheinen lässt, und das ist, glaube ich, etwas Spezielles, worüber ich noch nicht gesprochen habe, wenn wir älter werden, dann beginnen wir quasi irgendwann beim Reden quasi nicht mehr die Zähne zu zeigen. Und ältere Männer haben dann quasi irgendwie, bei denen sieht man dann die Zähne nicht mehr, wenn sie lachen oder wenn sie reden. Und bei ihm ist es so, er lacht und die Zähne sind sichtbar und in Wahrheit genauso sichtbar wie vor über 30 Jahren. Und das ist eigentlich fast unglaublich, ohne dass die Lippe verändert wurde. Es hat sich irgendwie dieser Abstand nicht verändert und das macht quasi eben ein jugendliches Erscheinungsbild, dass die Zähne sichtbar sind. Da denkst du wahrscheinlich, was redet jetzt ein plastischer Chirurg über Zähne? Aber dem ist auch wirklich so. Er schaut extrem natürlich aus, weil er die eine oder andere Falte hat, weil er die natürliche Faltenbildung unter den Augen hat. Ich glaube, dass er im Mittelgesicht Jochbein nach wie vor, so wie viele, die eine oder andere Unterspritzung hatte. Und ich sage, vielleicht frech, wenn ich ihn behandelt hätte, würde er vielleicht auch so ausschauen, weiß ich nicht. Ich probiere es zumindest bei Männern genauso gut zu machen. Aber was wir bei ihm schon sehen, ist, dass einfach Joch beim Mittelgesicht extrem schön ist und auch die Jawline, also die Unterkieferkontur, wenn man ins nächste Bild reinschaut, extrem stabil geworden ist. Nochmal eine weite Spanne von 33 Jahren, wo er sich ein bisschen verändert hat, aber wir sehen eines, dass die Unterkieferlinie extrem konstant ist. Er hat wenig Jawline, er hat wenig Tränenrinne, er hat ein volles Mittelgesicht. Ich hätte bei ihm noch Folgendes gemacht, dass ich ihm ein bisschen mehr Jochbein geben würde. Das sieht man, glaube ich, hier im Seitenbild ganz gut. Wenn wir jung sind, ist das Jochbein ein bisschen noch verstärkt und das lässt natürlich auch nach. Aber definitiv sind hier Volumen im Spiel, definitiv sind hier Facials im Spiel und definitiv ist hier ein relativ zufriedenes und glückliches Herz im Spiel. Also ich glaube, es geht ihm auch gut und er ist zufrieden und das sieht man in seinem Gesichtsausdruck extrem. Botulinumtoxin eher ein kleines Nein, Oberlider ein kleines Ja, viel im Mittelgesicht ein bisschen zu viel, Jochbein hätte ich mehr gegeben, mega Jawline gemacht, Lippen in Ruhe gelassen und das ist quasi der Cocktail für einen relativ fashion Patrick Dempsey. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal eine Zusammenstellung aus 1990, 95 und 2023 an. Dann sehen wir, was mir im Extrem auffällt, dass er in dem Alter quasi so viel am Oberkiefer oder auch so viel Zähne im Oberkiefer zeigt und das macht ihn extrem jugendlich mit den wachen Augen und einem sehr guten Gesichtsform. Was ihr vielleicht seht, ist, dass die Jawline im Vergleich von dem Bild zu dem Bild sich eigentlich verändert hat. Also wenn man sich anschaut, ist er eigentlich hier im Endeffekt heute breiter, als er damals war. Und da brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr darüber diskutieren, ob was war oder ob nichts war. Das ist ganz klar, da ist gefuchst worden und das ist extrem gut gemacht worden. Und das ist ja, glaube ich, auch das, worum es hier geht, dass ich zeigen möchte, wie man gut fuchst. Ganz cooles Bild noch, Reality Check. Jetzt sehen wir, warum er einfach so zufrieden und lustig ausschaut. Er hat wunderschöne weiße Zähne, die
perfekt passen und sportlich und ist, glaube ich, ganz gut drauf mit seinem Specialized Kapperl. Also er dürfte gerne Mountainbiken gehen und hier sehen wir auch wieder, dass es eigentlich ein relativ natürliches Gesicht zeigt. Und ich finde es eben wichtig, dass wir Männer auch im Alter Falten zeigen, auch Frauen Falten zeigen. Ich finde es nicht gut, alles wegzuspritzen, wegzubügeln, weil es unnatürlich ist und irgendwie dann im Verlauf auch nicht mehr dazu passt. Und es ist bei ihm einfach so, es passt und dadurch, dass es passt, schaut er für uns eigentlich so natürlich und gut aus. Eine spannende Geschichte sind eigentlich nochmal die Face Shapes. Ihr kennt das eh nicht, springen schnell nach vor zu den Face Shapes. Und da sehen wir eine Sache, die ganz spannend ist, dass eigentlich das Gesicht quadratischer in meinen Augen geworden ist, als es vorher war. Also wir sehen quasi, wie viel Platz hier dazwischen ist, der dann hier aufgefüllt ist. Und das ist eben nochmal ein Indiz, dass er definitiv etwas hat machen lassen. Aber es ist extrem gut gemacht, was in Hollywood nicht immer selbstverständlich ist. Also gratuliere Patrick Dempsey, wirklich der sexiest Man Alive, weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich ein paar, die noch sexier sind, aber gehört sicherlich zu den Hollywood-Schauspielern, die es sehr gut gemacht haben und fesch sind und gut so sind, wie sie sind und ein bisschen Natürlichkeit auch noch bewahrt haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Immer wieder schauen wir uns Patienten an, indem wir sie live unterspritzen oder wir schauen uns Stars an und versuchen zu analysieren, was gemacht wurde. Ich möchte Ihnen mit dem Kanal einfach ein bisschen zeigen, worauf man achten sollte und muss und wie man eben extrem natürliche Ergebnisse erreichen kann, obwohl es quasi das böse Botox oder Filler sind. Wenn du dem Kanal noch nicht gefolgt bist, dann mach das und sonst sehen wir uns sicherlich bei einem der nächsten Videos Dienstag und Donnerstag. Vielen Dank für die vielen Kommentare, für das viele positive Feedback. Macht uns riesen Spaß und ich hoffe, das merkst du auch, wenn ich die Videos mache. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao, baba.